Was wäre das Leben ohne Süße, Schokolade, Eis, Kuchen? Trotzdem hat der Ruf des Zuckers in den letzten Jahren gelitten. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei ECO. Birkenzucker, Agavensirup und Co. sind mittlerweile in jedem Supermarkt erhältlich und symbolisieren gesunden Lebensstil. Die wachsende Konkurrenz ist für österreichische Rübenbauern bitter. Dem nicht genug, könnten bald jene Mittel verboten werden, die Rübenbauern gegen Schädlinge einsetzen. Nächste Woche wird nämlich über das EU-weite Verbot der Neonicotinoide abgestimmt. Österreichs Umwelt- und Agrarministerin Elisabeth Köstinger hat angekündigt, in Brüssel für das Verbot zu stimmen, das vor allem die Bienen schützen soll, berichten Bettina Fink und Werner Jambor. Bienen, Sonderzahl und überall, auch hier mitten in Wien. So klein und lieblich die Feld- und Wiesenarbeiterinnen sind, so bedeutend sind sie für unsere Volkswirtschaft. Bienen zählen zu den wichtigsten Nutztieren. Ihr Schutz ist ein Muss für die Weltpolitik. Die Bienen haben es von ihren Stöcken in die Schlagzeilen der Wirtschaftsberichterstattung geschafft. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der Einsatz von Neonicotinoiden in Europa jetzt vor dem Aus steht. Hier kommt nur Rauch zum Einsatz und sonst gar nichts. Die Imker jubeln, weil das Verbot ihren Bienen hilft und für ihre Branche unverzichtbar ist. Das Dilemma ist natürlich, dass kein Bauer die Biene töten will, aber natürlich die ganzen Schadinsekten von seiner Kultur wegbekommen möchte. Man kann wirklich nur hoffen, dass alles anders wird am 27. April, dass jetzt wirklich dagegen gestimmt wird, dass die Neonicotinoide endgültig verboten werden. Nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt will man, dass alles bleibt, wie es ist. Doch der Zug ist abgefahren. Bei der ordentlichen Generalversammlung des Rübenbauernbundes für Wien und Niederösterreich herrscht Krisenstimmung. Das Jahr lässt sich schlecht an für die Rübenbauern und für die Zuckerwirtschaft. Ich glaube, man muss auf Augenhöhe alles sehen, nicht nur schreiben Bienenkiller, denn die Rübe blüht nicht und dadurch ist auch keine Gefahr bei den Bienen da. Ich glaube, man muss mit Augenmaß und Hausverstand hier vorgehen und nicht immer gleich alles in einen Topf werfen. Ich sehe eine Riesengefahr, dass wir in Österreich keine Rüben mehr produzieren können unter diesen Bedingungen. Auf den Äckern sprießt die Zuckerrübe jetzt noch sehr zaghaft. Rübenbauer Ernst Karpfinger hat vor 3 Wochen im Marchfeld angesät. Hier kämpft man mit einer wachsenden Zahl an Schädlingen, wie dem Rüsselkäfer. Noch kann der Landwirt dieses Saatgut verwenden. Es ist mit Neonicotinoiden angereichert und in kleinen Mengen hochwirksam. Ein Verbot dieser Insektizide treffe die Falschen, meint Ernst Karpfinger. Denn Rüben blühen nicht und würden ja von Bienen gar nicht bestäubt. Es werden Pflanzenschutzmittel immer wieder verbessert und umweltschonender gemacht und dann verzichtet man halt auf andere. Jetzt ist es nur genau umgekehrt. Jetzt wird ein gutes, umweltfreundliches Pflanzenschutzmittel, zumindest für die Rübe, hier aufgegeben. Und wir müssen wieder auf Alternativen zurückgreifen, die wir vor 20 Jahren verwendet haben, die sicher nicht für die Insekten besser sind, aber die nur mehr Kosten verursachen. Die belaufen sich auf rund 300 Euro pro Hektar Acker. 2000 Euro für einen durchschnittlichen Rübenbauern im Jahr. Geld, das der Zucker nicht mehr hereinspielt. Denn die Zuckerpreise sinken. 2008 lagen sie bei 425 Euro je Tonne, stiegen auf 740 Euro und seit die Zuckerquote in der EU endgültig gefallen ist, geht es steil bergab. Auch am Weltmarkt sind die Zuckerpreise ernteabhängigen Schwankungen unterworfen. Schutzzölle halten die Preise in der EU zwar noch höher, doch jetzt nähern sich EU und der Weltmarkt immer mehr an und kennen nur noch eine Richtung: abwärts. Doch während die EU Auflagen für die Landwirte beschließt, arbeitet die weltweite Zuckerkonkurrenz weiterhin mit den bald verbotenen Insektiziden. Es ist wie ein Wettrennen auf dem Weltmarkt, aber uns bindet man sozusagen einen Fuß oder beide Füße zusammen und sagt, so, aber im Wettkampf müsst ihr euch sozusagen beweisen. Das geht nicht. Wer anschafft, muss auch zahlen und wer das und das alles will, der muss auch dafür sorgen, dass die Landwirte einen Ausgleich bekommen oder die Produktion hört auf. Ein Rückblick in die guten alten Zeiten. Als Zucker in Europa noch ein begehrtes Gut war,
und jede zusätzliche Tonne in der Produktion bejubelt wurde. Alle diese Zahlen geben ein sehr optimistisches Bild von der Zuckerversorgung Österreichs. Und es ist kaum anzunehmen, dass sich durch die Ernte 1968 Wesentliches geändert hat. Über 100 Jahre war der heimische Zuckermarkt eine geschützte Zone. Abnahmemengen, Preise, alles geregelt. Die Zuckermarktverordnung war ein Garant für gute Geschäfte mit den Rüben. Die Abschaffung der Zuckerquote im vergangenen Jahr war ein Erdbeben. Die Ausläufer sind auch im Marchfeld zu spüren. Immer mehr von den verbliebenen 6000 Rübenbauern steigen aus oder um. Wir haben zwei Zuckerfabriken in Österreich, die wir derzeit gut versorgen können. Wenn die Rübenfläche wegbricht, dann wird irgendwann nur mehr eine Zuckerfabrik betrieben werden. Und ja, das ist dann so. Ohne Rübe keinen österreichischen Zucker. In den zwei Zuckerfabriken, Tulln und Leopoldsdorf, wird der österreichische Zucker seit Jahrzehnten hergestellt. Sie gehören zum Agrana-Konzern, der weltweit mittlerweile rund 9000 Mitarbeiter beschäftigt. Mit Rübenzucker allein wäre kein gutes Geschäft mehr zu machen. Das Unternehmen steht längst auf mehreren Standbeinen, wie etwa Fruchtzubereitungen für Joghurts und Eis oder aber Stärke. Vor 10 Jahren hatte Zucker noch 41% Anteil am Konzernumsatz. Stärke hatte 11%, bei Fruchtzubereitungen waren es 48%. Inzwischen sank der Anteil des Zuckers auf 26%. Stärke stieg auf 29% und der Umsatzanteil der Fruchtsparte blieb relativ stabil. Um den Zuckerbereich einträglicher zu machen, wird künftig stärker auf Biozucker gesetzt. Und mit neuen Technologien wird das Letzte aus Zuckernebenprodukten herausgeholt. Wir haben in der sogenannten Melasse ganz interessante Inhaltsstoffe. Betain, das ist ein Produkt, das in Tierfutter sehr wertvoll ist, das in Kosmetika sehr wertvoll ist. Das gewinnen wir mittlerweile durch chromatographische Techniken. Also wir holen aus den Nebenprodukten das heraus, was wertvoll ist. Uptrading von Nebenprodukten ist hier die Tendenz. Zucker hat auch ein zunehmendes Imageproblem. So verlockend die heimischen Mehlspeisen auch sind, gesund ist der hohe Zuckeranteil nicht. Der Zuckerkonsum geht kontinuierlich zurück. Haben die Österreicher vor 20 Jahren noch 41 Kilogramm pro Kopf und Jahr verzehrt, sind es inzwischen nur mehr 34 Kilo. Und auch im Lebensmittelhandel gilt die Devise, weniger Zucker in Eigenmarken. Dazu kommt die wachsende Konkurrenz durch bereits ein halbes Dutzend Alternativprodukte wie Birkenzucker und Co. Die sind natürlich noch wesentlich teurer und machen derzeit erst rund 3% aus, mit steigender Tendenz. Dieser Landwirt hat die Konsequenz gezogen. Reinhard Schwab ist Rübenbauer in vierter Generation. Doch in den letzten Jahren hat sich der Rübenanbau kaum mehr gelohnt. Nun lässt er Rübe Rübe sein und wird Biobauer. In der dreijährigen Umstellungsphase baut er Futterpflanzen an. Soja, Mais, Roggen, Stärkekartoffeln. Warum Bio? Weil es der Markt verlangt. Angebot und Nachfrage. Bio wird besser bezahlt. Was ich weiß von den anderen Landwirtekollegen, gehe ich davon aus, dass ich um ein Drittel mehr verdiene. Als Biobauer braucht er die Pflanzenschutzspritze nicht mehr. Früher war er damit zweimal die Woche auf seinen Feldern unterwegs. Man ist immer in Kontakt mit Pflanzenschutzmitteln oder Düngemitteln. Und jetzt ist es viel schöner, man steigt ab vom Traktor und braucht sich theoretisch nicht mehr die Hände waschen. Und man kann alles essen, alles angreifen. Auch wenn ich mit den Kindern auf die Felder gehe, brauche ich da nicht aufpassen, ob das jetzt frisch gespritzt ist oder frisch gedüngt ist. Dieser Tage wurde der Boden für den Bio-Mais aufbereitet. Großvater Schwab hilft bei solchen Arbeiten gerne mit. Die Zuckerrübe war sein Leben. Trotzdem unterstützt er die Entscheidung seines Sohnes für Bio. Ob die Hoffnungen aufgehen, hängt vor allem von den Konsumenten ab. Wie viele am Ende bereit sind, für Bio-Ware mehr zu bezahlen. Aber auch die Zuckerrübe hat Familie Schwab noch nicht abgeschrieben. Vielleicht baut sie sie künftig wieder an, als Bio-Produkt.